Die heilende Kraft des Wassers kennt die Menschheit seit Jahrtausenden. Ein Bestandteil vom Wellnessgefühl, den man nicht verpassen darf, ist das plätschernde Wasser. So wird ein Whirlpool hergestellt. Da alle Teile einzeln gefertigt werden, lässt sich die Massagewanne sowohl in der Ausfertigung als auch in der Größe vollständig für den persönlichen Bedarf einrichten. Das 7 mm starke Grundmaterial ist zweischichtig. Eine Schicht aus Acryl und die andere aus ABS-Kunststoff. Auf der 2,5 x 2,5 Meter großen Platte werden jetzt die Maße für das gefertigte Becken markiert, dann wird sie zugeschnitten. Aus der Form wird die Luft dann durch diese winzigen Löchern abgesaugt. Jetzt wird die Platte auf 70 Grad vorgewärmt und die ausgeschnittene Platte angepasst. Die Maschine hebt sie an und sie kommt durch eine Infraheizreihe, die sie auf 190 Grad erhitzt. Während sie sich erwärmt, wird die Platte immer wieder, dann langsam bauchig und knickt zusammen. Die Temperatur der Lampen kann zur fertig werdenden Form optimal einzeln reguliert werden. Wenn die Platte die angemessene Plastizität erreicht hat, rutschen die Erwärmpaneele nach hinten und die Frachtkraft lässt das Material auf die Form. Sobald die Luft abgesaugt wird, nimmt die Platte die Gestalt der Form an und schmiegt sich perfekt an. Da das Acryl im Material gefärbt ist, ist die Farbe des Beckens bereits zu sehen. Der abgekühlte Wannenkörper wird aus der Form gehoben und zur Oberflächenbearbeitung vorbereitet. Währenddessen ist auch das Polyurethangemisch aus mehreren Komponenten fertig geworden. Es beginnt das Anlernen des Roboters. Da unzählige Beckenformen gefertigt werden, wird das Blasen des Polyurethans beim Prototyp zuerst vom Angestellten erledigt, dessen Bewegung der Roboter lernt und kopiert. Die nächste gleiche Form bläst der Roboter bereits von selbst. Wer so eine zu Hause haben möchte, hebe die Hand. Ich kann eine gebrauchen, zum Beispiel zum Geschirrspülen. Aber Spaß beiseite. Die Rückseite des Beckens wird mit zwei Schichten Polyurethan überzogen, die ihm die Wärme und Schallisolierung geben und die Stabilität erhöhen. Die beiden dunkleren Schichten aus Polyurethan mit verschiedenen Eigenschaften sind Arbeit des Roboters. Jetzt werden die Anschlussstellen für die Düsen und für das auch Jet genannte Luftwassergemisch angefertigt. Die nach individuellen Bedürfnissen in entsprechenden Anzahl und Größe gefertigten Anschlüsse werden angebaut, mit Silikon abgedichtet und befestigt. Jetzt kommen die hartwandigen antibakteriellen Einreichungsrohre, durch die dann das Wasser-Luft-Gemisch fließt, an ihren Platz. Die Motoren werden eingebaut, dann die digitale Steuerung. Alle Whirlpools werden mit Wasser gefüllt geprüft, jede Funktion wird sorgfältig kontrolliert. Schließlich wird die wärmeisolierte Seitenverkleidung angebaut. So wird weniger Energie zum Heizen des Wassers gebraucht. Na, wer möchte mal plätschern?